Liebe Eva, ich möchte mit dir mal anfangen, weil die Grüne Bildungswerkstatt hat mir das quasi beauftragt, das Ganze soll ja eine Bestandsaufnahme sein, wobei wir natürlich dann in die Perspektiven auch gehen müssen, sonst würde eine Bestandsaufnahme wenig Sinn machen. In meiner Erfahrung gibt es kaum, ja, jetzt bist du zu sehen, in meiner Erfahrung gibt es kaum ein netzpolitisches Thema, das nicht auch eine europäische Frage wäre. Ganz egal, ob es um Infrastrukturmaßnahmen wie den Breitbandausbau geht, ob es um solche Fragen, die der Silvi uns dankenswerterweise schon genannt hat, wie Netzneutralität, Telekom-Maßnahmen generell, ob es um ACTA gegangen ist, um solche Abkommen, um Datenschutz und so weiter. Ist das aus deiner Sicht, in deiner doch sehr langjährigen und tollen Erfahrung, die du jetzt als Europaparlamentarierin hast, sinnvoll, dass es eine gesamteuropäische Frage ist? Ja, zuerst einmal guten Abend und danke, dass ihr mich zuschaltet. Ich bin derzeit ja in den Ausschüssen gebunden. Wir haben heute und morgen Rechtsausschusssitzungen, wo ich dringend dabei sein muss. Aus meiner Erfahrung sind Netzthemen, und das ist ganz klar, einfach europäische Themen. Wenn wir hier einen Fleckerlteppich von nationalen Regelungen haben, die vielleicht zum Teil einander sogar noch widersprechen, oder wo in einem Land etwas möglich ist, was in einem anderen Land verboten ist, dann führt das zu nichts anderem als zu einem ganz, ganz großen Chaos für Nutzerinnen und Nutzer. Deswegen ist es notwendig und wichtig, dass es hier einfach europäische Regeln gibt. Das ist für mich einfach unverzichtbar. Und das macht auch aus, dass wir uns gerade im Rechtsausschuss, aber auch im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten extrem und ständig und mit sehr, sehr viel Zeit auch mit netzpolitischen Fragen beschäftigen müssen. Es sind aber nicht nur diese Ausschüsse, es geht weit darüber hinaus. Es geht in die Forschungspolitik, die Industriepolitik, die Infrastrukturpolitik. Und alle diese Ausschüsse haben Teile von dem gesamten Themenkreis sozusagen zu bewältigen. Es gibt ja, bleiben wir mal bei einem Thema, das jetzt noch nicht angesprochen wird, zum Beispiel diese digitale Agenda, sprich Breitbandausbau. Genau. Gerade für ländliche Regionen, gerade für Österreich mit seinen vielen Alpentälern, ja keine unwesentliche Frage. Ja. Genau da gab es ja, als die Diskussionen passierten, inwieweit das EU-Budget gekürzt werden soll, wurde gerade bei der digitalen Agenda und beim Breitbandausbau ja sehr radikal gekürzt, gleich um 75%. Ja. Inwieweit hat da eigentlich das Europaparlament mitzureden? Weil das ist ja etwas, was scheinbar der Europäische Rat macht, ne? Ja, das ist eines der großen Probleme, die wir nach wie vor auf europäischer Ebene haben. Wir haben die Budgethoheit zwar über das Gesamtbudget und seine Aufteilung, aber die Summe des Budgets wird letzten Endes von den Mitgliedstaaten bestimmt. Und dann muss innerhalb gekürzt werden. Zu dem Thema Netzausbau. Stimmt, da gibt es zwar eine erste Kürzung, aber gleichzeitig gibt es ein neues Förderinstrument, das die Connecting Europe Facility heißt, das Ding, wo ein Energie- und Netzteil drin ist und wo aber auch ein Straßen- und Eisenbahnenteil drinnen ist. Und der Teil für unsere Debatte nun relevant ist nicht so stark gekürzt worden. Also es gibt sozusagen ein Ausweichbereich in dieser Connecting Europe Facility. Trotzdem aber, ich halte die Kürzung auch für falsch. Das Europäische Parlament hat leider mit einer Mehrheit hier dem Vorschlag des Rates auf Kürzung zugestimmt. Ich möchte noch ein bisschen bei dem allgemeinen Blick bleiben, bevor wir vielleicht ins Detail zu den einzelnen Fragen gehen. Und frage an dich, Michelle. Du trittst ja mit vielen Themen, aber eines deiner Themen soll oder will, hast du ja auch angekündigt, soll auch die Netzpolitik sein. Inwieweit stelle ich dieselbe Frage, wie ich Eva schon gestellt habe, inwieweit ist auch sinnvoll, dass das eine gesamteuropäische Frage ist? Naja, nachdem ich jetzt 3,5 Jahre Landtag in einem kleinen Bundesland hinter mir habe, traue ich mir das Urteil zu, dass ein solches Thema auf einer sehr hohen Ebene besser angesiedelt ist, als zerfleddert zu werden durch Partikularinteressen. Es gibt
Dinge, die sind gut vor Ort zu lösen. Vor Ort im Internet, im Netz ist einfach weltweit, und da ist die Europäische Union derzeit die höchste Ebene und aus meiner Sicht damit die geeignetste Ebene, auf der wir agieren können. Es gäbe durchaus Ansätze, wenn wir eine demokratische, voll funktionsfähige UNO hätten, dass wir es noch weiter hinaufstellen, weil letztlich regulieren wir hier ja Dinge von weltweitem Interesse. Aber in der praktischen Arbeit ist das Europäische Parlament aus meiner Sicht das, um jetzt die meisten Schrauben drehen können und sollen. Silvio, du bist ja auch vernetzt mit sehr vielen anderen jungen Grünen in ganz Europa. Inwieweit spielt da angesichts großer Themen wie Jugendarbeitslosigkeit, wie ganz konkrete Themen, wo es um die Existenz direkt geht, dass man einen Job und eine Wohnung und überhaupt Geld hat, sage ich mal, das zu essen, inwieweit spielt da Netzpolitik, ist das eine entscheidende Frage für die Jugend in Europa, deiner Meinung nach? Ist das etwas, wo man sagt, ja, deswegen, das ist für mich ein Wahlgrund, dort das Kreuz und nicht woanders zu machen? Also ich glaube schon, dass das ein Grund sein kann. Ich glaube aber halt auch, dass Netzpolitik quasi auch immer mehr als Querschnittsthema irgendwie gesehen wird und gerade auch von Jungen. Also ich sehe ja irgendwie auch, indem ich mit ganz vielen irgendwie jungen Aktivistinnen irgendwie auch aus ganz anderen Bereichen, also mit Feministinnen oder LGBTQ-Aktivistinnen rede, merken sie halt dadurch, dass halt unsere Gesellschaft also immer mehr digitalisiert ist, dass Netzpolitik einfach ein wichtiger Feld ist im Bereich der Bürgerinnenrechte. Das heißt also, digitale Rechte werden einfach immer mehr zu Bürgerinnenrechte einfach durch unsere digitale Gesellschaft, und gerade einfach junge Aktivisten nutzen halt einfach digitale, internetbasierte Kommunikationsmedien, und dadurch ist es für sie schon eine Frage, ob denn jetzt da quasi der Staat irgendwie bestimmte Sachen irgendwie überwachen kann und ob sie nicht dann dadurch irgendwie sich selbst in Gefahr bringen oder andere. Wenn ich jetzt vielleicht kannst du mir das beantworten, Eva, wenn ich mir die österreichische Berichterstattung immer zu netzpolitischen Fragen ansehe, dann erscheinen sie ja meistens in den dafür spezialisierten Medien, sprich im Webstandard oder im Future Zone. Das sind dann auch sehr, sehr gute Berichte. Aber man hat jetzt nicht irgendwie den Eindruck, dass es jetzt wirklich die großen Massen erreicht. Man hat das, finde ich, auch ganz gut gesehen in der gesamten NSA-Diskussion, wo eine Person, in dem Fall Edward Snowden sozusagen, weil fassbarer, weil da gibt's Bilder dazu, sage ich mal. Bilder sind ja im Journalismus immer sehr wichtig. Da hat man einfach ein Bild, das man abbilden kann, und dann geht es dann mehr um, welches Land geht wie mit jemandem um und wer gibt wem Asyl und wem nicht und wo darf er dann leben, als über die Tatsache selbst sozusagen. Was bedeutet eine komplette Überwachung in einer digitalisierten Welt und welche politischen Maßnahmen können wir ergreifen? Darüber wird eigentlich sehr wenig geredet. Ist das auch ein bisschen ein Problem, oder du kannst ja vielleicht auch im gesamteuropäischen Vergleich auch anstellen. Ist das ein typisch österreichisches Spezifikum oder ist das ein generelles Problem, das wir noch haben, dass Netzpolitik noch nicht so als große gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen wird oder gesehen wird? Ja, du sprichst eine der ganz zentralen und wichtigen Fragen hier an. Ich glaube, dass Österreich sicher nicht zu den Frontrunnern gehört, wenn es um die Präsentation von Netzpolitik als öffentliches Thema geht. Ich glaube ja generell, dass die Bedeutung dessen, was in der Netzpolitik passiert, gigantisch unterschätzt wird. Ich denke hier vor allem an den Datenschutz. Dinge, die uns im Netz verloren gehen, die werden auch in der sogenannten physischen oder sogenannten realen Welt irgendwann weg sein. Das heißt also, für mich ist es wirklich ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass das verstanden wird. Es gibt natürlich, das muss man auch sehen, eine Konkurrenz zwischen den physischen Medien, zwischen dem, was die klassischen Journalisten machen und dem, was im Netz passiert. Auch sind das Dinge, die eine Generationenfrage darstellen. Das muss man ganz offen sagen. Wenn ich die Generation von Abgeordneten, von Journalisten sehe, dann sind die sicher nicht die sogenannten Digital Natives. Das ist klar.
trotzdem glaube ich, es ist nach wie vor ein völlig unterschätzter Bereich, aber ein Schlüsselbereich für zukünftige Entwicklungen. Da bin ich vollkommen davon überzeugt. Deswegen habe ich mich auch so in diesen Feldern engagiert. Das ist einfach eines der zentralen Dinge, die uns in der Zukunft sozusagen zeigen werden, wohin der Zug geht. Denn wir stehen eben vor der Entscheidung, wofür dient das Netz, wofür, in wessen Interesse wird dort gearbeitet oder werden Wege geebnet oder eben nicht geebnet. Das ist der entscheidende Punkt, aber du hast völlig recht, es ist nach wie vor nicht nur in den österreichischen, aber auch in den europäischen Medien unterbelichtet. Und wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Asylrecht oder Jugendarbeitslosigkeit gegen Netzpolitik auszuspielen, ich glaube, das ist schlicht und einfach ein Fehler. Das sind drei Elemente, die alle drei für eine zukünftige Welt extrem entscheidend sind. Du hast immer konkurrierende Themen und du wirst halt auch immer den Effekt haben, dass bestimmte Interessen von Leuten vorweggenommen werden. Also in anderen Worten, viele Journalisten glauben, Netzpolitik, das interessiert ohnehin nur ein paar Junge, die aber ohnehin im Netz unterwegs sind und sich dort informieren. Also ist das für meinen Bereich nicht so zentral und wichtig. Das würde ich bestreiten, denn es gibt eine Verbindung zwischen den beiden, spielt sich in vielen Sparten ab. Für mich geht es einfach darum, und das habe ich auch versucht in den letzten 10 Jahren, die Bedeutung dieses Politikfeldes zu heben und zu stärken. Nach wie vor ist das eine Baustelle und ich hoffe, dass die, die nach mir kommen, an dieser Baustelle weiterarbeiten. Na, dann gebe ich doch gleich an Michelle Raimond weiter. Michelle, du kommst ja auch aus der Journalistik, also ja. du kennst ja die Logik des Journalismus. Auch hierzulande, auch als Twitter-User und du bist und so. Wie siehst du da Möglichkeiten, dieses Thema in seiner Bedeutung, so abstrakt nämlich vieles für viele Leute klingt, wie kann man das in die konkrete Welt der Lebensrealität der Menschen sozusagen hinübertragen? Das geht wie bei jedem anderen hochkomplexen Beispiel oder jedem anderen hochkomplexen Politikfeld über Beispiele. Und man muss Snowden ja auch dankbar dafür sein, dass es ihn als Person und als Symbol gibt und nicht nur irgendwelche Files auf irgendeinem Server, über die man abstrakt schreiben könnte. Es ist auch fürs Diskutieren über dieses Thema wichtig, dass es ihn als Person auf diesem Flughafen in Moskau gegeben hat und so weiter. Weil auch das die Geschichte und das Interesse gegeben hat. Er ist da halt ein bisschen, keine Ahnung, die Bienen aus der Neonicotinoid-Diskussion. Die Biene der NSA ist sozusagen dann Edward Snowden, das, worüber man diskutieren kann, mit dem man es emotionalisieren kann und darauf aufhängen kann. Und wir sehen das ja bei sehr vielen komplexen Themen, dass das erstens notwendig ist, aber B auch geht. Die Klimaschutzdebatte als solche, die wir seit 3 Jahrzehnten führen, ist ja hochgradig abstrakt. Wir reden um 0,2 Grad über Jahre, die aber nur in einem Teil der Welt wachsen, weil in anderen wird es dadurch kälter, dass sich das Klima erwärmt. Erklär das mal alles, wenn du nicht irgendwie Symbolbilder hast, um das tatsächlich darzustellen. So arbeiten wir. Und so, glaube ich, sind wir schon relativ weit an mein Bewusstsein der Bevölkerung gekommen, dass das wichtig ist. Ich glaube sogar, dass es mit der Netzdebatte in einer Generation, ich weiß nicht, ob es leichter gehen wird, aber genauso gehen wird, weil das Bewusstsein in der Generation der Digital Natives, glaube ich, schon von Anfang an da ist oder jetzt schon geweckt wurde. Und da wird es auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte einfach unsere Aufgabe sein, das runterzubrechen und halt so zu erklären, dass man die persönliche Betroffenheit auch festmachen kann. Ist das, was wir in vielen Bereichen machen. Wir haben ja bei ACTA, du hast auch das Beispiel genannt, ja eine sehr aufgeweckte und sehr aktive und agile Zivilbewegung erlebt. Denn eigentlich in allen europäischen Ländern hat es große Demonstrationen ausgehend von Polen gegeben, auch hier in Wien und in mehreren Städten Österreichs.
irgendwo, es hat einmal ein Freund von mir salopp gesagt, naja, das war ja auch relativ klar und verständlich, weil die Leute sind auf die Straße gegangen, weil die wollen mir meinen Download verbieten. Das war sozusagen quasi, das hat man verstanden, das war eine einfache Ding. Das ACTA viel komplizierter war, dass es ja auch um so etwas wie Medikamentenfälschung, was ja auch ein schwieriges Kapitel und so gegangen ist. Das ist dann zwar in den Medienberichten manchmal so als Randnotiz erwähnt worden, aber es ging ja dann eigentlich vor allem um die Downloads. Danach gab es zahlreiche weitere europäische Fragestellungen rund um die Netzpolitik, wo eine solche Zivilbewegung eigentlich nicht zustande kam, obwohl es eigentlich die Europaparlamentarierinnen hätten das wahrscheinlich erbraucht irgendwo, nicht? Also bei der Datenschutzrichtlinie oder auch bei der Netzneutralität. Vielleicht auch aus der Sicht der jungen Grünen, warum funktioniert das bei ACTA so einfach und bei anderen Themen so schwierig, auch zivilgesellschaftlich, dass da sich etwas bewegt? Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube... Ich stelle nur gute Fragen. Ich glaube, was der Michael als Beispiel genommen hat, den Klimaschutz, ja, oder den Klimawandel, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass für einfach Problemstellungen, die eigentlich global gedacht werden müssen, wie das Internet, dass es irgendwie sehr schwer ist, die Sachen greifbar zu machen und dass man halt manchmal einfach Glück hat. Also genauso wie irgendwie die Klimaschutzbewegung irgendwie manchmal Glück hat und das irgendwie es schafft, da irgendwie große Leute und große Menschenmassen zu mobilisieren, glaube ich, war quasi ACTA auch einfach ein Glücksfall irgendwie für uns, die Netzbewegung. Und ich glaube aber auch halt, dass wir uns darauf nicht ausruhen dürfen, sondern halt irgendwie arbeiten, wie kann man irgendwie sowas wieder weiter mobilisieren. Ja, Michelle, ja. Dann Eva. Okay, ja. Eva, du fang du an, Eva. Passt. Ja, ich glaube, dass mit ACTA auch insofern das Ganze einfacher war. Zu ACTA konnte man einfach Ja oder Nein sagen. Zum Beispiel zu Fragen des Datenschutzes muss man Ja und Nein zu ungefähr 10 bis 15 unterschiedlichen Punkten sagen. Und das ist wirklich nicht leicht. Während natürlich so eine Zuspitzung auf eine Ja-Nein-Frage bei ACTA möglich war, auch bei der Softwarepatentierung damals, ist es bei vielen anderen Fragen eben nicht der Fall. Datenschutz ist ein hochsensibles Thema, das in viele unterschiedliche Bereiche hineingeht. Nur zu sagen, ja, ich will Datenschutz, ist zu wenig. Oder nur zu sagen, ich will Datenschutz gar nicht, weil das interessiert mich nicht, ist auch zu wenig. Das heißt, du musst wirklich hier in eine inhaltliche Debatte zu verschiedenen Detailthemen dann führen. Dann wird es schwierig. Also zum Beispiel, wenn es gerade um die ganze Frage geht mit den Downloads, da ging es ja auch zum Beispiel im Urheberrecht um die Frage, wie lange die Dauer des Urheberrechts ausgedehnt werden sollte. Hier haben wir versucht zu mobilisieren, das hat aber nicht wirklich viele interessiert, weil sie die persönliche Betroffenheit natürlich so nicht fühlen konnten. Wir haben das heruntergebrochen, das war aber zu wenig sozusagen für die Menschen fühlbar. Das heißt, die gesamte Internetfrage, gerade wenn es zum Beispiel um diesen großen Bereich Datenschutz geht, die musst du aufbereiten in Segmenten, in Teilen. Und jedes dieser Teile wird auch dann einer Diskussion ausgesetzt. Also ich sehe es, dass wir ja diese Detailkapitel im Datenschutz alle extra diskutieren müssen, sei es wie schaut es aus mit dem Recht auf Löschung von Daten? Wie schaut es aus mit einem Datenschutzbeauftragten? Wie schaut es bei der Netzneutralität aus mit speziellen Angeboten, sogenannten Specialized Services und ähnliches mehr? Da ist es viel schwieriger, das zuzuspitzen auf eine reine Ja- oder Nein-Geschichte. Und das ist immer auch eine Erfahrung, die man macht in etlichen Jahren Politik. Eine Nein-Kampagne ist relativ leicht. Ja, da sagt man, da gibt es genug Argumente und schon allein die Aussage, etwas ist extrem komplex, wird ja viele Menschen motivieren, oje, dahinter können sich viele Trojaner unter Anführungszeichen jetzt verbergen, deswegen bin ich einmal vorsichtshalber dagegen. Wenn ich Ja sagen muss und differenzieren muss, wozu ich überall Ja sage,
wird das schon viel schwieriger. Aber wir haben es versucht, in der Datenschutzkampagne ein bisschen aufzubereiten. Das kann ich so aus Erfahrung bestätigen. Die beste Strategie für Kampagnen ist ja immer zu sagen, ein Nein, viele Ja's. Also wir wissen mal, was wir verhindern wollen. Wie wir es dann selber machen wollen, können wir wahrscheinlich innerhalb von 10 Minuten streiten. Aber so Kontraplattformen sind rein also in der Kampagnenorganisation natürlich immer viel leichter zu bilden. Und da möchte ich einen Vergleich ziehen. Ich habe das in meinem Blog eh schon kurz gemacht, aber nur weil wir heute jetzt wieder am Montag in diesem Raum sitzen. Es ist ja Gott sei Dank, muss ich sagen, nicht leicht vorhersehbar oder planbar, selbst für Leute, die schon seit 15 Jahren Kampagnen und Aktivismus machen, was geht und was geht nicht. Wir haben im Herbst gegen den Wettbewerbspakt versucht zu kampagnisieren, eine Plattform namens Europa geht anders, mit guter Unterstützung von Grünen, von Roten, Arbeiterkammer, Gewerkschaft, kleinere Organisationen, alles, was es gibt in diesem Bereich. Hart gearbeitet, ich hätte den Eindruck, wirklich groß durchgekommen ist das Ding nicht und dass der Wettbewerbspakt verschoben wurde und vielleicht auch gestorben ist, hat jetzt nicht mit dieser Kampagne zu tun, auch wenn man es als Erfolg umhängen könnte, ist es aber nicht. Und dann sitzen wir vorige Woche hier, das TTIP ist Thema, es sitzen in dem Raum 10 Leute, die an der Kampagne mitgearbeitet haben und dieser Raum war voll bis hinten hin und einige sind nicht mehr reingekommen, also auch noch das Café war voll. Jetzt ist die Frage, warum ist ein transatlantisches Freihandelsabkommen so attraktiv, dass aus Kärnten Leute in den Zug steigen und zu einer ersten Impfveranstaltung nach Wien fahren, während wir es beim Wettbewerbspakt nicht geschafft haben. Wirklich erklären kann ich es nicht, warum das eine so viel besser ist als das andere. Eine Erklärung wäre, dass wir dieses Chlorhuhn haben, das besonders motiviert und griffig ist und dass wir beim Wettbewerbspakt keines hatten. Aber vorhersagen können wir es immer noch nicht, gegen was wir mobilisieren. Und jetzt fehlt uns in der Netzpolitik aus meiner Sicht eines, das wir in anderen Bereichen schon haben, in der Umweltpolitik und in der Globalisierungskritik, wo ich mich ein bisschen auskenne, was wir noch nicht haben, aber entwickeln, sind Netzwerke von Menschen, die schon oft zusammengearbeitet haben, weil das entsteht, weil bei ACTA haben eben schon Menschen zusammengearbeitet, die können auch in 3 Jahren wieder bei einer Kampagne zu arbeiten, die kommen vielleicht in 3 Jahren zu einem Treffen gegen etwas, wo sie sich interessieren, etwas verhindern zu wollen und treffen jemanden, mit dem sie vor 3 Jahren gearbeitet haben. Das entsteht in der Netzpolitik, ist noch nicht so eng verzahnt wie in anderen Bereichen, wird es aber werden. Und was diese Szene braucht, ist eine gemeinsame Grundlage, das fehlt uns noch sozusagen, ein bisschen Theorie, wenn ein neues Abkommen auf uns zukommt, wie beurteilen wir das aus dem Bauch raus, worum geht es eigentlich, so wie die Umweltorganisationen und die wirtschaftspolitischen Organisationen ja auch schon ganze Weltbilder haben. Da ist in der Netzpolitik, habe ich den Eindruck, ist das noch so am Brodeln und Wachsen und erst entstehen. Das ist schon was. Na, bei den Insidern ist es schon recht weit, aber es ist noch nicht sozusagen gesickert. Ja, da bin ich froh, dass ich auch ein bisschen Kontra geben kann, damit das nicht keine... Na Gott sei Dank. nur eine Konsensdebatte wird. Ich glaube, dass gerade die netzpolitische Szene einfach zu gut vernetzt ist in sich. Also man kennt sich, also gerade in Österreich, also kennt sich ja eh fast jeder. Und ich glaube, das Problem liegt eher damit, dass sie sich Zivilgesellschaft zu wenig nach außen vernetzt ist. Also das ist einfach... dass man irgendwie auch in sich dann auch von irgendwie den Konsens gefunden hat und dann irgendwie auch was versucht, dass man es nicht schafft, irgendwie die Anliegen nach außen zu transportieren. Und das ist, dass ich irgendwie auch persönlich froh bin, dass es da irgendwie so Initiativen gibt, wie zum Beispiel, dass die ÖH jetzt irgendwie auch ein Positionspapier irgendwie für Netzneutralität gemacht hat. Also dass man einfach die Anliegen auch wirklich versucht, in andere zivilgesellschaftliche Bereiche zu bekommen. Und ich glaube, das war irgendwie auch eines der Gründe, weshalb dann irgendwie auch die Umweltbewegung und andere große Bewegungen dann irgendwie auch erfolgreich waren, indem sie dann halt einfach Gesamtgesellschaft eine Relevanz hat. Und ich glaube halt, dass die netzpolitische Szene momentan leider gesamtgesellschaftlich noch keine Relevanz hat. Also ich wünsche es mir, aber ich glaube, es ist momentan noch so eine eigene Gruppe und man wird irgendwie gerade irgendwie auch öfters dann eher so in die Nerd-Ecke gestellt, ja.
Und ja. Die Eva nickt, bitte. Ja, ja, da habe ich wirklich Erfahrungen damit, wobei in meiner Altersgruppe die Nerds ja nicht so dicht gesät sind. Aber was ich in dem Bereich noch einmal besonders hervorheben möchte, ist etwas, was du angedeutet hast. Was derzeit noch sehr, sehr stark fehlt, ist der Weg in die anderen Medien hinein, also die Verbindung der Netz-Community mit außen. Auch mit anderen Bewegungen, auch mit anderen Bereichen, ist das ein Problem. Ich sehe jetzt einige interessante... Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Mir fällt sehr oft auf, dass Konsumentinnenschutzorganisationen zum Beispiel immer ein großes Problem mit Netzpolitik haben und es noch nicht so als ihres wahrnehmen. Ist das so ein gutes Beispiel? Oder? Ja. Na, es gibt europäischen Ebene und auch von den österreichischen Organisationen, muss ich sagen, Stellungnahmen zur Datenschutzreform. Die haben das sehr wohl gemacht. Allerdings darf man eins nicht vergessen. Anders als die großen Industrielobbys haben Konsumentenschutzvereinigungen eine extrem knappe Ressourcenlage. Die müssen machen von den Passagierrechten im Flugverkehr bis zu den Fragen von Kindernahrungsmitteln, dann hin bis zu Konsumentenschutz im Netz. Das heißt, sie haben fast die Kapazität nicht. Aber eine Vernetzung dorthin zum Beispiel von der Netzcommunity wäre eine ganz, ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Aber ich sehe schon Anzeichen, dass sich da was ändert. Erstes Beispiel ist ein kleines. Wir haben gemeinsam mit Leuten aus der Netzcommunity und den Bienenzüchtern, den Imkern, ein Modell entwickelt, dass die kranken Bienenvölker sozusagen besser registriert werden können, um dem kontern zu können, dass es immer heißt, ja, aber in Wirklichkeit sind ja die Bienen nicht krank, das sind nur ein paar hysterische Imker. Das wird auch genutzt. Hier haben zwei völlig, völlig fremde Bereiche zusammengearbeitet. Wenn es die Vernetzung in diese Richtung gibt, gibt es sie später auch einmal in die andere Richtung. Man kennt einander. Genauso auch zum Beispiel glaube ich, dass die jetzt aufbrechenden und stärker werdenden Debatten über das transatlantische Investitions- und Handelsabkommen einiges bewirken werden. Also das ist auch für uns als Netzpolitikerinnen hochinteressant und hochspannend, weil hier über Hintertüren oder auch ganz offen massiv Einfluss auf die Netzpolitik diesseits und jenseits des Atlantiks genommen werden kann. Hier gibt es wiederum eine Chance für eine Vernetzung mit anderen, mit neuen Gruppen, die wissen, dass es das Netz gibt, die es manchmal auch nützen, aber die sich über die Bedeutung des Netzes noch nicht in diesem Ausmaß klar sind. Ich glaube, was wir in dieser Netz-Community lernen müssen, ist viel stärker auch auf andere Initiativgruppen aus benachbarten und auch, wie ich erklärt habe, ganz fremden Bereichen zuzugehen und mit denen gemeinsam Projekte zu machen. Dann haben wir auch im Gegenzug Hilfe, wenn es darum geht, Bedrohungen für die Freiheit im Netz abzuwehren. Also da entwickelt sich was, aber wir müssen das auch viel aktiver betreiben, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Eva, der Silvio hat es auch erzählt bei seinem Anfang, seinem Impulsreferat. Es gab zum Beispiel ein Datenschutzabkommen und bleiben wir jetzt mal beim Datenschutzabkommen. 3.999 Abänderungsanträge und die wurden großenteils von Lobbyisten vorbereitet und vorformuliert. Jetzt bin ich eine ganz kleine Minderheit und ich war schon mal in Brüssel eh auf deine Einladung und habe schon mehrere solche Treffen, auch mit NGOs übrigens, netzpolitischen NGOs, erlebt. Aber wie kann man sich das, wenn man Brüssel nicht kennt und den europäischen Apparat, wie kann man sich das vorstellen? Wie gehen Lobbyisten wie kommen sie an dich ran sozusagen? Wie funktioniert das konkret? Ja, okay. Ich kann es jetzt, das muss ich gleich vorausschicken, ich kann es jetzt nur fürs Parlament beschreiben. Aber man darf eines nie vergessen, und das wird immer wichtiger, dass auch in der Kommission, aber vor allem dann gegenüber nationalen Regierungen und Mitgliedern des Rates, eine extreme Welle von Lobbying auch passiert. Wie funktioniert es im Parlament?
Also weiß ich zum Beispiel, Google lässt in meinem Büro anrufen, meistens von einer Firma, die sie beauftragt haben, oder von eigenen Lobbyisten, die sie angestellt haben. Sie möchten bitte dringend einen Termin bei mir. Und sie möchten mir erklären, was sie von der Reform halten. Dann habe ich folgende Möglichkeiten. Ich kann erstens sagen, danke, das genügt, ich will nicht mit Ihnen reden. Ich kann zweitens sagen, okay, und das ist das, was ich meistens tue, schicken Sie mir ein Papier und ich komme dann auf Sie zurück, wenn ich irgendwelche offene Fragen habe. Denn ich will das ganz gerne schriftlich haben, was sich die Herrschaften wünschen. Sei es von NGOs oder sei es von der Industrieseite. Manchmal sind die auch ganz nett penetrant. Also in einem anderen Dossier, was mit Urheberrecht zu tun hatte, war das dann wirklich so, ich habe gesagt, danke, ich kenne Ihre Position, wir brauchen keinen Termin mehr. Die haben mich bis aufs Klo verfolgt, um mir ihr Papier noch einmal in die Hand zu drücken. Solche Leute kriegen natürlich besonders schwer dann einen Termin in meinem Büro. Aber der entscheidende Punkt ist, dass es also einerseits dieses Einzellobbying gegenüber einzelnen Abgeordneten gibt. Es gibt auch dann Veranstaltungen verschiedener Firmen im Europäischen Parlament, die zum Beispiel von irgendeinem Abgeordneten gehostet werden, wo man hingehen kann und sich anhören kann, was die sagen, oder auch mit denen in ein Gespräch treten und sagen, okay, das finde ich jetzt völlig falsch oder ähnliches mehr. Ne? Und dann gibt es das Zusenden von Papieren. Ich habe Stapel davon. Ne? Also am interessantesten war die Seite, wie stark die USA-Firmen zum Beispiel hier auf das Europäische Parlament zugekommen sind. Die haben uns über 100 Abänderungsanträge geschickt, so wie sie sich die Datenschutzreform vorgestellt hätten oder vorstellen wollten. Und zusätzlich dazu sind einzelne Firmen auch noch gekommen, um mit uns über dieses Thema zu reden. Im Rat und in der Kommission findet das noch einmal ein bisschen anders statt. Aber ich wollte jetzt einfach einmal auf diese parlamentarische Ebene eingehen. Dann gibt es sozusagen auch noch bestimmte Organisationen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die dann auch sozusagen Abgeordnete einladen zu Referaten und Ähnlichem und wo man da halt dann auch mit deren Anliegen und Wünschen konfrontiert wird. Das ist äußerst unterschiedlich auch vom Professionalisierungsgrad her. Und wenn du das vergleichst mit NGOs? Also NGOs kommen natürlich auch, die schicken mir, und da ist es aber oft so, dass ich dann aktiv anrufe und sage, okay, können wir uns zu dem und dem Punkt nochmal zusammensetzen, weil ich weiß nicht, ob wir da... Ja, vom Organisationsgrad her, wenn du jetzt die NGOs, vom Organisationsgrad her, wenn du jetzt zum Beispiel die Internetfirmen mit den NGOs, den netzpolitischen NGOs vergleichen würdest. Ja, ich meine, das Verhältnis ist wahrscheinlich 1 zu 100 oder noch schlimmer. Das ist beim Verkehr wahrscheinlich nicht anders, weil du bist ja auch noch Verkehrssprecherin. Ich stelle mir vor, dass du da auch ziemlich... Das ist genauso schlimm, da gibt es oft überhaupt keine NGOs. Zum Beispiel bei Passagierrechten gibt es keine Organisation, die das europaweit bündelt. Ja. Ne? Michael, das heißt, wie bereitest du dich? Entschuldigung. Das ist ein insgesamtes Phänomen und ein insgesamtes Problem. Der Lobbyismus an und für sich, wenn er sich anständig verhält und wenn er einfach Vorschläge bringt, wie sich halt eine Firma was wünscht, das muss ich ja nicht berücksichtigen, sondern ich kann daraus auch lernen, aha, interessant, was sind denn da für Interessen an bestimmten Details gebunden. Aber das größte und dominante Problem ist das Ungleichgewicht, weil natürlich die gesamte NGO-Szene nicht und braucht man gar nicht reden, wie weit Lichtjahre man davon entfernt ist, die Ressourcen nicht haben kann, die ökonomische Interessensgruppen haben können. Das ist das ganz, ganz große und zentrale Problem. Oft als Abgeordnete aktiv suchen, wo könnte denn da die andere Seite sein? Wo sind denn die Interessenten zum Beispiel in Sachen Bürgerrechte und so weiter und so fort, wenn es um bestimmte Dossiers geht? Das ist ein Riesenproblem. Wie bereitest du dich darauf vor, Michelle? Du wirst wahrscheinlich sehr, sehr viele Terminanfragen bekommen. Ich freue mich schon drauf. Ja? Überhaupt. Na wirklich. Also ich muss dazu eins sagen. Das eine ist,
Es gibt eine Sache, die mir, wenn das dann tatsächlich klappen sollte, im Sommer einfach total taugt. Ich habe eben als Aktivist, blank bevor ich bei den Grünen eingestiegen bin, als Mandatar an solchen Themen, zum Beispiel am Gazan Dienstleistungsabkommen gearbeitet. Und für uns war es Aktivisten, als NGO, es ist ja großartig, wenn du einen Termin bei einem Abgeordneten kriegst und du kannst dem Abgeordneten als NGO erklären, warum du gegen dieses Privatisierungsabkommen bist, und er nimmt das noch auf und bringt vielleicht einen Antrag ein, jetzt egal ob im nationalen Parlament oder ob im Europaparlament das einkommt. Das war ja für uns als Aktivisten, die ewig daran gearbeitet haben, ein Riesenerfolg, dass dann ein stimmberechtigter Abgeordneter sagt, ja, das nehme ich, ja. Und dass ich jetzt sozusagen auf diese andere Seite dann wechseln kann, löst in mir natürlich irgendwie ein bisschen aus, dass ich immer noch quasi das sehe von vor 10 Jahren, was das für mich für eine tolle Sache war, dass mir jemand das Gefühl gegeben hat, das ist auch wichtig. Ja. Jetzt bist du plötzlich selbst Abgeordneter, das ist ja jetzt schon in diesen Dingen, und du sagst einfach, ja, das mache ich. Und du sagst einfach, ja, das mache ich. Ja, aber für jemand anderen bedeutet das total viel. Das ist schon, worauf ich mich wahnsinnig freue, in der Zusammenarbeit mit NGOs. Bei der Zusammenarbeit mit Konzernen, ich werde mir jetzt, glaube ich, als allererstes werde ich mir eine Knopflochkamera kaufen und mit denen dann einmal ins Kaffeehaus gehen. Und einfach fragen, wie sie sich das vorstellen. Das freue ich mich sehr. Michelle, ich kann dir leider, muss ich dir da leider sagen, dass die da ausgebildet werden. Das ist wahrscheinlich sehr geschickt, ja, ich habe es befürchtet. Na, dann, ich habe ja 5 Jahre Zeit, wenn das dann hinhaut. Ja. Naja, aber es kommt doch sicher auch vor, dass man einem Konzern ein Papier vorlegt, mit dem man auch sagt, das ist eigentlich ganz vernünftig. Das gibt es ja sicher auch, oder? Ja. Natürlich, also es gibt ja auch, die Wirtschaft ist ja nicht ein Block. Ja. Es gibt ja manche Interessen auch innerhalb der Wirtschaft, die oft vernünftig sind. Also wenn ich zum Beispiel über den Bleigehalt bei Glasschmuck rede, dann gibt es Firmen, die haben die europäischen Normen schon erfüllt und wollen, dass das sozusagen Gesetz bleibt. Und da gibt es solche, die haben nie was getan und die lobbyieren dann, dass sozusagen die Übergangsfrist verlängert wird. Das heißt, es gibt völlig unterschiedliche Dinge und es gibt auch unterschiedliche Professionalität. Wenn zum Beispiel im Verkehrsbereich eine professionelle Vertretung eines Anliegens zu mir kommt, eine halbe Stunde vor der Abstimmung und sagt, wir sollten bitte diesen und jenen Antrag einbringen, dann waren die schlecht vorbereitet. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Einer professionellen Vertretung nicht, aber NGOs natürlich, und das ist natürlich auch unsere Aufgabe als Abgeordnete, mit denen muss man diskutieren und sagen, okay, wo, wann, wen ansprechen. Das ist das Entscheidende. Die können das gar nicht wissen. Wobei ich sagen muss, in manchen Bereichen sind sie wahnsinnig gut und wahnsinnig professionell, bringen gute Papers daher und sind wirklich super. Also vom ersten Jahr an, 2005, als es um die Softwarepatente ging, war ich auch immer mit super kompetenten Papieren aus der NGO-Szene konfrontiert, die ich auch zum Teil gut verwenden konnte. Das war eine super Zusammenarbeit. Aber Silvia wollte sich noch zu Wort melden, bitte. Ja, nein, also weil, also für mich kommt das irgendwie auch so her, dass es immer so, es gibt dann so die Industrie und dann die NGOs, und ich glaube halt auch, dass man gerade als Aktivistin, NGO-Aktivistinnen, da sich irgendwie Verbündete teilweise suchen muss. Und dass es quasi irgendwie auch immer mehr aufgeweicht wird. Also gerade irgendwie, also ich kenne das Spiel bei Arbeitsgruppen bei der Europäischen Kommission, und da kann man halt irgendwie auch sehr gut die Industrie sich gegenseitig ausspielen lassen. Was halt beispielsweise, also ein Beispiel war das in einer Arbeitsgruppe zu diesen ganzen neuen Urheberrecht und digitalen Büchern und E-Books. Weil auf der einen Seite kann man natürlich dann mit den Verlegern gegen Amazon und Google gehen, die dann natürlich dann irgendwie große Monopole wollen. Und auf der anderen Seite kann man sich dann aber auch zum Beispiel die öffentlichen Bibliotheken, und die haben auch Verbände natürlich, suchen und mit denen dann gegen die Verleger gehen, die natürlich dann irgendwie auch ihre eigenen Restriktionen haben. Und ich glaube, dass wenn man da ein bisschen auch gerade als NGO und Aktivisten kreativ ist, kann man da auch recht viel erreichen. Aber manchmal sind ja auch Google und die netzpolitischen NGOs plötzlich wieder einer Meinung. Gibt es ja auch hin und wieder. Leistungsschutzrecht, denke ich zum Beispiel. Richtig. Das. Aber Michelle, du wolltest noch was sagen. Ja, ich glaube einfach, da müssen wir zwei Probleme auseinanderhalten. Das eine heute schon für
für wesentlich ist einfach das Ungleichgewicht. Ja? Wenn der Faktor zwischen NGOs, die im Großen und Ganzen gesamtgesellschaftliche Interessen vertreten und Industrievertretern, die Profitinteressen vertreten, 100:1 ist, dann glaube ich, ist es legitim, auf der einen Seite wesentlich skeptischer einmal hinzuschauen, worum es geht. Ja, wenn Daimler-Benz 30 Vollzeitbeschäftigte Lobbyisten in Brüssel beschäftigt, ein einziges Unternehmen, dann ist kein Gleichgewicht zwischen der Autoindustrie und Umweltorganisationen, die sich für den öffentlichen Verkehr einsetzen wollen. Das muss man schon gewichten, weil wenn jetzt für TTIP die Liste veröffentlicht wurde, mit welchen Lobbyisten wurde gesprochen, und es sind 93% davon sind Industrielobbyisten und nur 7% sind das NGOs, dann glaube ich schon, dass es die Aufgabe ist, eine Gewichtung vorzunehmen. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, Profit zu machen an sich ist nichts Unanständiges und muss man jetzt nicht die Nase rümpfen, soll man ja auch tun. Ich habe nur was dagegen, wenn Gesetze gekauft werden und so verformt werden, dass das Gemeinwohl dann darunter leidet, und da ist es dann die politische Aufgabe jedes einzelnen Abgeordneten, sich das so anzuschauen, was sind die Folgewirkungen, was nehme ich dafür in Kauf. Ich meine, wenn ich volkswirtschaftlich, umweltpolitisch, an Bürgerrechten und so weiter keinerlei Nachteil durch einen Vorschlag sehe und der nutzt der Wirtschaft, wüsste ich nicht, was dagegen spricht, da voll drauf einzusteigen. Ja. Überhaupt nicht. Ich mache jetzt noch eine kleine Runde, bis dann machen wir aber die Fragen auf fürs Publikum. Da würde ich dann nur bitten, immer zu warten, bis ich mit dem Mikrofon bei euch bin, damit die Stimme des Fragestellers dann auch sowohl im Film als auch, dass die Eva Lichtenberger das dann hören kann. Das ist ganz wichtig. Eine Frage, Datenschutzrichtlinie hören wir jetzt zu viel, ist ja das große Thema derzeit auf europäischer Ebene, das größte netzpolitische Thema. Wobei es natürlich noch viele andere, aktueller ist natürlich die Netzneutralität, zwar jetzt gerade im Ausschuss. Ja, ja. Kommt es noch, diese Legislaturperiode, oder wird sich die nächste Legislaturperiode im Parlament damit immer noch beschäftigen müssen? Was ist deine Prognose, Eva? Also, ich werde auf jeden Fall noch damit konfrontiert sein. Mein Kollege Jan-Philipp Albrecht versucht ja sehr, sehr stark, das Ganze zu forcieren, damit das sozusagen zumindest noch in der ersten Lesung abgeschlossen werden kann. Der Punkt ist, dass hier der Rat noch keine wirklich gemeinsame Position gefunden hat und dass es auch nicht gerade jetzt den großen Enthusiasmus gibt, weil die Ratsmitglieder mit widersprüchlichen Interessen konfrontiert sind. Auf der einen Seite so Rat, ich meine jetzt zum Beispiel den zuständigen österreichischen Minister, die zuständige deutsche Ministerin und so weiter. Die sind konfrontiert mit einerseits aus der Bürgerrechtsszene kommenden und aus der Netzcommunity kommenden Anliegen, andererseits mit denen der Firmen. Reagieren die derzeit so, dass sie möglichst verzögern wollen. Wir aber wollen beschleunigen, denn wir brauchen das Ganze dringend. Das alte Datenschutzgesetz ist von 95, das muss modernisiert werden, weil es viele Probleme damals noch gar nicht gegeben hat. Der Jan fährt morgen auch selber zum Ministerrat, wo die Justizminister sich treffen aus den Mitgliedstaaten, um hier zu forcieren, damit man weitermacht, damit man hier weitergeht. Denn aus meiner Sicht müssen sich die Ministerinnen und Minister auch fragen lassen. Es gibt die gesamte Geschichte Snowden und Folgewirkungen. Es gibt auch industriepolitische Fragestellungen, die damit zu tun haben, also Monopole, ähnliches mehr. Es gibt eine sich verschärfende Situation durch unterschiedlichste Gesetzgebungen in den Mitgliedstaaten. Wir müssen agieren. Jan wird dorthin fahren und wird Druck ausüben, dass das auch gemacht wird. Was wir in dieser Periode noch machen können, wäre zum Beispiel das, was jetzt im Ausschuss in einem breiten Konsens auch abgestimmt worden ist, auch im Plenum noch einmal zu fixieren, noch einmal abzustimmen, aber gleichzeitig auch schon in Verhandlungen einzutreten mit dem Rat, damit wir sozusagen so schnell wie möglich und so früh wie möglich zu einer Einigung kommen oder schon einige Probleme abarbeiten können. Denn eines muss klar sein: bis das neue Parlament so richtig in Schwung kommt, dauert es wieder eine Zeit.
Also wir wollen so viel wie möglich jetzt noch erledigen. Ist allerdings, wie gesagt, sehr, sehr schwer, weil der Widerstand in einigen Mitgliedstaaten sehr, sehr hoch ist. Es sind die üblichen Verdächtigen, aber es hat halt auch jeder so seine Spezialwünsche noch dabei. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass es uns noch gelingt, einen wesentlichen Schritt weiterzukommen, damit das nächste Parlament auch eine gute Ausgangsposition hat, wenn es weiter diskutiert mit dem Rat. Von der Ausgangsposition zum im Schwung kommen. Michelle, wie gehst du davon aus? Wird Datenschutzrichtlinie dich noch beschäftigen? Ja. Da habe ich jetzt also sicher keine bessere Einschätzung als die Eva, die da jetzt gerade mitten in dem Betrieb ist. Aber wenn, werde ich mich gern darum kümmern. Also wenn die erste Lesung noch jetzt geht, wenn nicht, dann halt bei uns. Aber mit der Jan-Philipp Albrecht wird ja auch weiterhin im Europaparlament sein und das nehme ich mir an, hauptverantwortlich dann auch weiterhin antreiben. Der zweite Thema, Netzneutralität. Das ist mit einer Lesung und so weiter, damit das vielleicht verstanden wird. Es ist ja derzeit so, dass wir nicht immer erste Lesung, zweite Lesung haben, ganz formell gesehen, sondern es ist derzeit so, weil eben sehr viele Sachen dringlich waren in den letzten Jahren und die Datenschutzreform ist auch dringlich, dass man Folgendes auch laut den Prozedere im Europäischen Parlament machen kann. Man stimmt ein Thema im Ausschuss ab und fragt dann darum, dass man die weitere Beschlussfassung abwartet und zuerst jetzt mit dem Rat verhandelt. Wenn es gelingt, mit dem Rat eine Einigung zu erzielen, und das sind oft mühsame Verhandlungen mit 20, 30 Runden, also ich kann ein Lied davon singen, dann kann gleich das ganze Paket abgestimmt werden und ist dann sozusagen gültig. Das ist allerdings ein mühsamer Prozess, der das gesamte Prozedere etwas verkürzt und der auch den Verhandlern sehr gute Möglichkeiten gibt. Wer verhandelt da? Eine Vertretung des Rates, eine Vertretung der Kommission und der Berichterstatter und die Mit- oder Schattenberichterstatter, wie man sie nennt, im Europäischen Parlament. Sozusagen meistens eine Gruppe von 5, 6 Leuten aus allen wichtigen Fraktionen, die gemeinsam die Kompromisse mit dem Rat aushandeln. Danke, ist das verstanden? Wenn jemand Zwischenfragen hat, ich bin dann gerne bereit. Gleich zu den Publikumsfragen. Alles ein bisschen kompliziert. Nur eine ganz kurze Einschätzung vielleicht noch zum Schluss, bevor wir zum Publikum gehen. Netzneutralität. Ja. Kommt eine Netzneutralität, die den Namen verdient, oder werden wir wohl bevorzugte Services bei den Provider in Kauf nehmen müssen seitens der Europäischen Union? Ja, also ich muss zuerst sagen, ich war extrem enttäuscht, als sozusagen die Kommissarin in dieser Frage schon von vornherein so einen Vorschlag unterbreitet hat. Weil das, was sie früher zum Thema Netzneutralität gesagt hat, hat ganz anders geklungen. Als es dann in den konkreten Vorschlag ging, kam plötzlich diese Geschichte mit den Specialized Offers und Services. Und das ist natürlich das Einfallstor für alles und würde Netzneutralität massiv gefährden. Wie das jetzt in den unterschiedlichen Ausschüssen ausgeht, das werden wir morgen sehen. Das können wir heute schwerlich diskutieren. Die Mehrheiten sind in vielen Detailpunkten extrem knapp. Das unterscheidet ja das Europaparlament vom Nationalrat, kann man sagen. Das muss man, glaube ich, auch noch betonen. Wir haben keine Abstimmungsblöcke hier, dass alle Schwarzen, alle Roten je nach Parteilinie abstimmen, sondern gerade bei diesem Thema bilden sich völlig unterschiedliche Gemengelagen. Lustig ist zum Beispiel, dass bei den Liberalen in Deutschland, die sind fast immer halbe-halbe, also die Hälfte ja, die Hälfte nein. Vielleicht auch von Norbert mit weiß nicht. Aber bei den großen Parteien sortiert sich's unterschiedlich in dieser Frage. Aber der entscheidende Punkt ist, jede dieser Detailabstimmungen kann mit einer Stimme Mehrheit oder Minderheit ausgehen. Das macht die Arbeit im Europäischen Parlament auch spannend bis zur letzten Sekunde. Ja, zum Thema Datenschutz.
Vorher wurde erwähnt, das ist alles so kompliziert und man muss das vermitteln, indem man es anschaulich macht durch Beispiel oder so. Wenn ich mit Leuten über Datenschutz rede oder auch über Datenspionage und so weiter, bekomme ich meistens zwei Antworten. Das eine, meine eigenen Daten sind sowieso nicht so interessant. Die sind langweilig sowohl für Staat und Unternehmen, das interessiert doch niemand. Ich habe mir auch nichts vorzuwerfen. Oder die andere Antwort, ja klar, kennen wir alles, ist schlimm, wissen wir eh schon lange, aber da kann man ja doch nichts machen, ist alles zu kompliziert. Jetzt wäre meine Frage, wie antwortet ihr solchen Leuten oder auf solche Antworten? Ja, mein Name ist Günther Hagemann-Thun, ich bin Bestandteil eines zivilgesellschaftlichen politischen Start-ups. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir eine nachhaltige Kooperation zwischen der repräsentativen Politik und der Zivilgesellschaft aufbauen. Einfach weil ja auch die Voraussetzungen, die jetzt parlamentarisch gegeben sind, leider Gottes eben nicht so sind, dass es gelingt, die Bürgerinnenrechte immer wieder gut durchzusetzen, weil die Einflusseinnahmen von anderer Seite einfach sehr groß sind. Wir haben schon die Problematik mit den ganzen Lobbys irgendwie gesehen. Zu dem, was wir eigentlich tun, wir versuchen sozusagen ein Instrumentarium zu schaffen, dass eine nachhaltige Allianz zwischen Bürgerinnen und zwischen Politikerinnen passiert. Speziell versuchen wir das im Rahmen jetzt eben der nächsten europäischen Wahlen. Was mich speziell interessieren würde, ist eben die Ausschussarbeit. Da würde ich gerne mehr Praktisches drüber erfahren. Ja, ich habe mehrere Fragen. Die erste wäre eigentlich eingehend auf das, was ihr gesagt habt, bezüglich Europäischer Rat und Ministerien, die zuständig sind. Das ist gerade für die Zivilgesellschaft halt der unzugänglichste Bereich der europäischen Politik und da sucht man eigentlich immer noch praktikable Wege, um auf den Rat Einfluss zu nehmen oder überhaupt erstmal einen Eindruck zu bekommen, wo die eigentlich stehen, was die eigentlich gerade heute Abend beschlossen haben. Und da fand ich es ganz wichtig oder interessant, dass Silvio meinte, dass die Wahlen da so wichtig wären. Das wollte ich hinterfragen, ob es wirklich die Wahlen sind und die gewählten Parteien oder nicht eher die Beamten in den Ministerien. Und dann vielleicht auch an alle die Frage, welche Wege gibt es denn, die effektiv der Zivilgesellschaft ermöglichen, auf die Ministerien und den Rat Einfluss zu nehmen? Vielleicht auch nicht nur als Zivilgesellschaft, sondern auch als Partei. Zu der ersten Frage bezüglich Datenschutz. Also ich erkläre es eigentlich immer an einem Beispiel. Und zwar, es gibt eigentlich relativ viele Beispiele. Das aktuellste Beispiel, was ich gerade gerne erkläre, ist Amazon. Weil Amazon möchte jetzt gerade anfangen, schon Waren zu versenden, bevor man sie bestellt hat. Und das machen sie einfach, indem sie einfach die Daten, die Benutzerdaten und Bestelldaten und auch quasi das Surfverhalten der einzelnen Benutzerin aufzeichnen. Und ich glaube, das zeigt schon, dass eigentlich diese ganze Datensammlerei einfach so ein Profil von uns hinterlässt, wo einfach von selbst irgendwie privatwirtschaftliche Firmen, ich möchte jetzt gar nicht über Geheimdienste oder irgendwie staatliche Organisationen irgendwie sagen, unser Verhalten voraussagen können. Und das zumindest hinterlässt mir ein ziemlich ungutes Gefühl. Ich glaube, zu dem Ausschusswesen kann die Eva viel mehr erzählen als ich. Aber zur letzten Frage vom Tom möchte ich noch sagen, also natürlich ist gerade die Beamtinnen, die dann quasi da eine Rolle spielen, das sind quasi ja natürlich auch die dann halt quasi in die Kommissionsarbeitsgruppen gehen, aber die werden ja auch besetzt. Das ja. Heißt, natürlich gerade die wichtigen Beamten werden halt politisch besetzt und dann, aber es ist eine wichtige Frage, wie kann man da mehr Transparenz reinbekommen? Mhm. Michel, bitte. Jetzt. Ja, wie erklärt man das? Es ist bei so komplexen Themen immer schwierig. Was bei mir relativ gut funktioniert, ist auch darauf aufmerksam zu machen, gerade bei Leuten, die sich damit nicht beschäftigen, wie leicht man durch diese Form der Datenerhebung ins Visier von Ermittlungen zum Beispiel kommen kann, ohne dass man was damit zu tun hat. Also ein Beispielfall, das ich dann immer hernehme, weil ich mir rund um das die Gedanken gemacht habe. Wir haben vor einigen Monaten eine Abschiebung am Flughafen verhindert. Das wurde innerhalb von
einer Dreiviertelstunde organisiert. Jeder, der irgendwie gerade kann, raus auf den Flughafen und schauen, ob man in dieses Flugzeug kommt und die Abschiebung verhindern kann. Die wurde auch verhindert. Bedeutet mit moderner Technologie, dass sich die Polizei natürlich anschauen kann, wer war in der Funkzelle Schwächert eingeloggt zu dieser Zeit und einmal alle Telefonnummern durchgeht, wer gehört mit wem vielleicht in welches Netzwerk und so weiter. Und das ist überhaupt noch gar nichts Geheimes. Das können also grundsätzlich mal zu schauen, wer in welchen Funkzellen ist, geht so auch. Dann wurde natürlich auf Facebook gepostet und so weiter. Die Daten von jedem, der damals am Flughafen war, zufällig, wären natürlich im Zuge eines solchen Falles, wenn ich ein halbes Jahr Vorratsdatenspeicherung habe, dann auch dort mit aufgehoben. Und wenn 6 Monate später wieder was passiert und der ist auf Businessreisen und der ist schon wieder am Flughafen, während eine Abschiebung verhindert wird, kommt er vielleicht in eine Datei, dass das Muster bei dem passen würde. Ja? Und wenn wir, gerade wo Big Data so ein großes Thema wird, wenn die Polizei beginnt, nur Korrelationen zu suchen, dann geraten schlicht und einfach Leute, die überhaupt nichts zu verbergen haben, weil sie noch nie irgendwie politisch tätig werden, in dieses Muster hinein. Und damit, also bei dem habe ich festgestellt, das ist ein ganz gutes Einstiegsthema bei Menschen, die sich darüber überhaupt nicht Gedanken machen, weil dass sie unschuldig drankommen, beunruhigt diese Leute dann immer noch. Was war Ausschüsse, würde ich gerne der Eva überlassen, weil meine Ausschussgeschichten. Es war auch noch die Frage, inwieweit man sozusagen einen Ausgleich schaffen kann zwischen den NGO-Stärken im Lobbying, also wie man sozusagen einen Ausgleich schaffen kann zwischen NGO-Stärke und Industriestärke, wenn ich das richtig verstanden habe, oder mal übersetze. Gibt es da vielleicht auch Ideen im Europaparlament, wie man das schaffen kann, Eva? Ja. Ja, es gibt so etwas, wir haben zum Beispiel durchgesetzt in den letzten Jahren, das war noch in der letzten Periode, dass es so etwas wie ein Lobbyistenregister gibt. Was heißt das? Wer Lobbyist ist, soll sich, leider ist es noch kein Zwang, aber ich hoffe, dass es dann einmal einer wird, muss sich registrieren als Lobbyist und man muss dabei auch seine Geldgeber offenlegen. Warum? Wenn ich zurückdenke an die Geschichte mit den Softwarepatenten, da hat es zum Beispiel von den ganz, ganz großen Unternehmen im Bereich Programmierungssoftware ein AstroTurfing gegeben. Also die haben wirklich eine NGO, eine Schein-NGO gegründet, die dann pro Patentierung von Computerprogrammen aufgetreten sind. Also das heißt, die Offenlegung der finanziellen Interessen ist natürlich extrem wichtig. Bei den Abgeordneten, bei den meisten Abgeordneten gibt es so etwas wie eine Selbstverpflichtung, vor allem bei industriellen Lobbyisten, die sich melden, nachzuschauen, sind die im Lobbyingregister, für welche Firmen arbeiten die und ähnliches mehr. Das ist aber noch zu wenig. Denn wir wollen, dass auch der Rat und die Kommission dieses Lobbying-Register, das zumindest Transparenz herrscht, ernst nehmen. Das mit dem Ausgleich. Ich glaube, dass jede Abgeordnete und jeder Abgeordnete, der Qualität in der Gesetzgebung will, die andere Seite hören muss. Sonst hat das Ganze keinen Sinn. Also man muss dann auch zum Teil, und ich habe das ja schon gesagt, bewusst suchen, wo ist die Gegenstimme. Und da ist es natürlich so, dass wenn ich dann abwäge, ich hoffe halt, dass das viele tun, leider nicht alle, dass auf der einen Seite 50 Industrievertreter, die alle bezahlt werden für ihren Job, und auf der anderen Seite 2 oder 3 NGOs, halt auch in ein Verhältnis gesetzt werden. Ich kann nicht sagen, 50 verlangen das, also bin ich dafür und leid zwar sind dagegen, also bin ich noch immer dafür. Also das ist natürlich auch eine Abwägung, die jede und jeder selber zu treffen hat. Das ist ganz wichtig und ganz entscheidend. Zu den anderen Fragen. Wie kann man das erklären, wie wichtig Datenschutz ist? Ich habe aus einem schon existierenden Bereich ein hervorragendes Beispiel. Jemand ist in den Verdacht der Fahnder geraten, weil sie Kindergartentante war und weil in ihrem Kindergarten auch ein Kind eines
bekannten Menschen aus dem Drogenhandel war. Natürlich haben die manchmal mitsammen telefoniert. Über die Telefonverbindung kommt man dann sozusagen in den Nahebereich einer kriminellen Organisation. Anderes Beispiel, Namensgleichheit, Passagierdaten. Es gibt Leute, die nicht mehr nach Amerika fliegen können, weil sie unglücklicherweise einen Familiennamen haben, der leicht mit dem eines bekannten Terroristen, einer bekannten, weiß ich, Drogenhandel oder sonst irgendwas verwechselt werden kann. Und die haben Schwierigkeiten, diese Daten überhaupt jemals wieder zu korrigieren. Und das ist dann eines dieser Details in der Datenschutzverordnung. Ich muss die Möglichkeit haben, wenn ich entdecke, dass meine Daten falsch sind oder in einem falschen Zusammenhang sind, die auch korrigieren zu lassen. Das ist eins der Details. Und wenn man dann sagt, da kann man sowieso nichts machen, dann muss man immer darauf hinweisen, dass wir derzeit noch in demokratischen Gesellschaften leben. Aber wenn ein Riesendatenfriedhof mit allen möglichen Informationen für eine Person da ist und es käme wirklich in irgendeinem Land in Europa zu einem Umsturz, dass eine neue, vielleicht diktatorische Regierung dann Zugriff auf Datenmengen hätte und in das Privatleben von Menschen massiv eingreifen könnte. Also hier muss man einfach auch darauf hinweisen, wenn eine riesen Datenmenge einmal existiert, dann noch Suchalgorithmen, die seltsame Korrelationen herstellen, dann ist jede und jeder auf Dauer in Gefahr, weil im Zweifelsfall das dann gegen sie oder ihn verwendet werden kann. Eine wichtige Frage, wie Einfluss auf den Rat nehmen? Hier haben wir ein ganz großes, unterentwickeltes Feld in der Politik. An und für sich müssten nationalen Parlamentarier ihre Minister kontrollieren und auch nachfragen, beobachten, inwieweit sie europäische Gesetzgebung und wie sie europäische Gesetzgebung beeinflussen. Das geschieht leider noch viel zu wenig. Leider geben sich Abgeordnete in nationalen Bereichen, Parlamenten, und jetzt rede ich nicht nur über Österreich, sondern über fast ganz Europa, ja, geben sich mit banalen Antworten zufrieden, und hier gibt es keine wirkliche Koordination. Wie kann man darauf Einfluss nehmen? Den Minister, die Ministerin fragen, wie sie sich bei welchem Gesetz auf europäischer Ebene verhalten hat. Das ist auch die Aufgabe von Journalisten oder von anderen. Letzte Frage, war das, wie das im Ausschuss wirklich abläuft, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, genau. Oder wie war konkret die Fragestellung? Ganz konkret, wie läuft ein Ausschuss im Europäischen Parlament ab? Rein praktisch. Ja. Rein praktisch ist das alles im Webstream zu beobachten. Liebe Kolleginnen und Kollegen in diesem Raum und wer es online beobachtet. Es gibt Webstreams von Ausschusssitzungen. Es gibt auch auf der Seite, auf der Homepage des Europäischen Parlaments die Tagesordnung. Man kann rausfinden, was wann diskutiert wird. Aber wie läuft es konkret ab? Die Kommission macht einen Vorschlag. Der Vorschlag wird Ausschuss zugewiesen, entweder einem oder mehreren. Und dann entscheiden die jeweiligen Sprecher der Fraktionen darüber, nach einem Schlüssel mit De Hond und abwechselnd und im Radl, wer diesen Bericht, also welche Partei oder Fraktion jemanden nominiert, um den Bericht zu betreuen. Also wir haben zum Beispiel Jan Philipp nominiert dafür, den Datenschutz zu betreiben im Europäischen Parlament. Und weil wir gerade dran waren in der Wahl, konnte er auch dieses Thema bekommen, obwohl es dann von den anderen Fraktionen versucht wurde, das noch einmal im Nachhinein zu ändern. Dieser Mensch, der dann Berichterstatter für ein Thema ist, hat jetzt aus allen Fraktionen jeweils einen zugeteilt, das sind die Schattenberichterstatter, also Shadow nennt man es dann kurz, ich bin ein Schattenwesen, und zwar sehr oft,
die nominieren Schattenberichterstatter. Das heißt, in einem Ausschuss von 30, 40 Leuten bildet sich eine kleine Gruppe von 5, 6 Spezialisten, die für ihre Fraktionen eine gemeinsame Fassung verhandeln, um dann auch gegenüber dem Rat eine gute Stellung zu haben. Grundsätzlich kann aber jeder im Ausschuss und insgesamt vom Parlament zu jedem Thema einen Antrag stellen. Der muss dann im Ausschuss behandelt und im Schluss dann auch abgestimmt werden. Ist das zufriedenstellend oder gab es irgendein Detail? Ja, es was wird der Daumen hoch gezeigt. Also das ist ein gutes Zeichen. Auf das würde ich gerne was sagen. Der Michel, wir auch noch was sagen. Ein Wort vielleicht noch. Darum beneide ich euch ja so im Europaparlament. Weil ich bin ja nur Mitglied des EU-Ausschusses des österreichischen Bundesrats, wo wir sehr viele Subsidiaritätsrügen auch machen. Und wir haben auch in der letzten Rüge, wo es um die Telekommunikationsrichtlinie gegangen ist, habe ich ja auch den Satz zur Netzneutralität hinein verhandelt. Das Problem ist natürlich, das Ganze ist ohne Öffentlichkeit. Die Ausschüsse sind hinter verschlossenen Türen. Ja. Und wir kämpfen, jetzt wird hier gerade wieder der Reform des Bundesrats heftig diskutiert in Österreich. Ich sage immer, würden wir diese europäischen Themen und europäische Gesetzgebungen im Plenum diskutieren und öffentlich im ORF übertragen, dann hätte das Ganze wahrscheinlich viel mehr Sinn, weil das ist genau das, womit wir uns hauptsächlich eigentlich beschäftigen. Aber der Michel wollte noch was sagen. Ich würde mal noch was drauflegen auf deines, weil es ja oft so heißt, die Europäische Union ist so undemokratisch, ja. Wenn ich höre, also oder wenn man es dann auch sieht bei einem Thema, wie diese Ausschüsse ablaufen, ja, das ist sowas von transparent und superdemokratisch. Nur, sogar Fraktionssitzungen sieht man, kann man ja sehen. Ja. Also nur um zu erklären, wie es bei mir im Burgenland abläuft, immerhin ein Bundesland und ein gesetzgebendes Organ in dieser Republik. Ja. Die erste Sitzung, die allererste Sitzung der Legislaturperiode, wird festgelegt, wie groß die Ausschüsse sind. Das richtet sich danach, wie das Wahlergebnis war. Und die Ausschüsse werden so groß gemacht, dass die Oppositionsparteien keinen Sitz drin bekommen. Das sind jetzt 7 Sitze, 4 rote, 3 schwarze. Der 8. Sitz würde der FPÖ gehören. Damit ist der Ausschuss auf 7 Sitze verkleinert worden. Es gibt keinen einzigen Oppositionsabgeordneten. Als erster Beschluss des Landtages zu Beginn der Sitzung. Jetzt darfst du aber drin sitzen und zuhören. Was machen sie jetzt? Sie treffen sich vor dem Ausschuss, besprechen alles, gehen in den Ausschuss und sagen im Ausschuss, also alle 7 Mitglieder anwesend, der Antrag XY liegt uns vor, ist allen Mitgliedern schriftlich zugegangen, bitte auf die Verlesung verzichten zu dürfen, 7 Hände nach oben, bitte dem Landtag zuzuweisen, 7 Hände nach oben. Ausschusssitzung geschlossen, beginnt einmal im Monat am Mittwoch um 14 Uhr, alle Ausschüsse des Landtages enden zwischen 14.20 Uhr und 14.24 Uhr. Und dann gehen alle wieder. Ja? Und es fällt kein Wort. Wenn ein Oppositionsabgeordneter einen Antrag einbringt, also Michel Raimund beantragt für die Grünen Verkehrsregelung XY, sitze ich drin, höre, der Antrag ist allen schriftlich zugegangen, bitte auf die Verlesung verzichten zu dürfen. Dazu gibt es einen Abänderungsantrag von SP und ÖVP, ist allen Mitgliedern des Ausschusses schriftlich zugegangen, bitte auf die Verlesung verzichten zu dürfen, bitte dem Landtag zuzuweisen. Und ich sitze drin und höre nicht, wie mein Antrag abgeändert wurde. Ich weiß aber, es ist jedes Mal, die Landesregierung leistet in diesem Bereich gute Arbeit und möge in diesem Sinne weitermachen. Jedes Mal seit 3,5 Jahren. Ja? Es gibt keine Ausnahme davon. Und im Vergleich dazu ist, wenn ich dann höre, die Europäische Union ist undemokratisch, kriege ich leichte Aggressionsschübe. Danke, Michel. Wir haben zwar jetzt die Netzneutralität, die Netzpolitik ein bisschen verlassen, nein, aber nichtsdestotrotz hochinteressant. Ich wollte gerade sagen, das ist total. Ich mache jetzt mal eine Abschlussrunde, wenn ihr mir erlaubt. Wer immer beginnen will, es ist mir eigentlich egal. Wir sind hier jetzt doch 4 Grüne hier. Und die EU-Wahl steht ja, also die Wahl zum Europäischen Parlament, wie ich ja eigentlich richtigerweise sagen sollte, steht vor der Tür. Wie können wir Menschen bewegen, weil das ist ja immer das Entscheidende bei einer europäischen Wahl, dass sie überhaupt zur Wahl gehen und dass man ihnen die Bedeutung dieser Wahl auch klar machen und dass Netzpolitik ein ganz wesentlicher Bestandteil darüber ist, was wir da entscheiden am 24. Mai. Wer möchte beginnen? Wer meldet sich freiwillig als zuerst zu Wort? Michel, komm, du bist der Kandidat.
Sollte sich ja nicht umraufen. Naja, wir haben, glaube ich, eine Sache wird für netzpolitisch Interessierte arbeiten, meiner Sicht nach. Das sind, so wie ich Menschen kenne, und gerade wenn man am Montagabend jetzt hier im Depot sitzt, wird das wahrscheinlich dann zu 100% zutreffen. Das sind Menschen mit einer hohen inneren Eigenmotivation, die sich mit sowas beschäftigen. Wir haben leider eine geringe Wahlbeteiligung. Grundsätzlich bei Europawahlen, das Segment der netzpolitisch Interessierten ist übergewichtet in den Europawahlen im Vergleich zur Normalbevölkerung von 100%. Insofern sollte man in diesem Segment sich ganz besonders bemühen, sie einzubringen. Ich muss auch dazu sagen, es gibt für einen Kandidaten, eine Kandidatin natürlich in jedem Bereich dann Leute, die sagen, das ist jetzt das absolut Wichtigste, und das stimmt auch. Ja, sagt zu jemandem, der an Klimapolitik und am Klimawandel interessiert ist, nein, Netzpolitik ist absolut wichtig, nicht Klimapolitik, geht ja nicht. Gilt auch für die Wirtschaftspolitik und die Krisenpolitik, gilt für die Flüchtlingspolitik. Also ich wehre mich dagegen, sozusagen jetzt in jedem Segment zu sagen, ja, das ist mir jetzt das Wichtigste für die Wahl. Aber ich glaube, langfristig ist Netzpolitik tatsächlich eines der ganz großen, der zwei, drei ganz großen politischen Themen. Und es ist wichtig, dass wir das, dass wir das ins Zentrum stellen. Es wird im Wahlprogramm und in dem, was wir inhaltlich ankündigen für diese Wahl, auch eine Rolle bekommen. Und nicht nur abgehandelt werden und nicht nur auch erwähnt werden. Und ich glaube einfach, ich möchte das auch nutzen quasi für Vernetzungstermine wie diesen. Jetzt haben wir 4 Monate lang, wo die Leute sehr offen sind und zuzuhören und auch auf einen Zug kommen. Und das ist dann, da kann dann genau dieses Netzwerk auch weiter entstehen, von dem wir vorhin gesprochen haben. Das ist Ziel sozusagen für die nächsten Monate, da Kontakte zu festigen und aufzubauen, aus meiner Sicht. Silvio. Ja, also ich meine, Netzpolitik sieht man ja, ist erstmal irgendwie wichtig. Ja, das heißt irgendwie, wir sehen das im Datenschutz, wir sehen das irgendwie in den ganzen Überwachungsdebatten, die hoffentlich vielleicht ein bisschen weitergeführt werden auch die nächsten Monate. Und es ist ja eigentlich ganz klar, dass solche Themen einfach nur auf einer größeren Ebene wie der europäischen Sinn machen. Also ich meine, gerade Netzneutralität und internetbezogene Sachen würde ich am liebsten global diskutieren, wenn es ein Gremium gäbe, was Sinn machen würde. Aber das Höchstmöglichste ist jetzt halt die EU-Ebene, und dementsprechend sollten wir das quasi da auch diskutieren. Und umso wichtiger ist es da, dass wir einfach kompetente Menschen hinschicken, die halt diese Sachen ernst nehmen, und deswegen sind auch die EU-Wahlen wichtig. Auf einer anderen Seite, finde ich, sind die EU-Wahlen aber auch wichtig, nicht bloß wegen der Netzpolitik, sondern allgemein, wenn man gerade so die ganzen rechtsradikalen Tendenzen sieht in Europa. Das heißt, ich würde nicht nur sagen, nicht nur netzpolitisch sind die Wahlen wichtig, sondern auch demokratiepolitisch, und würde auch jeden dazu aufrufen, einfach wählen zu gehen, damit wir irgendwie nicht noch eine neue rechtsradikale Fraktion im Europaparlament haben. Eva, bitte. Ja, um mit der Netzpolitik zu beginnen. Ich glaube, die Grünen waren da immer, und da kann ich auf unsere Erfahrungen verweisen, ein verlässlicher Partner in dieser Geschichte. Und wir haben das auch innerhalb der Fraktion als eines der großen Kern- und wichtigen Themen positioniert. Wir haben innerhalb der Fraktion auch eine Internet-Core-Group, wo die Leute aus verschiedensten Ausschüssen und aus allen europäischen Grünparteien, die bei uns vertreten sind, sich treffen und diese Fragen vordiskutieren, gleichzeitig auch Strategien diskutieren, wie man das gut weiterbringen kann. Wir haben da, glaube ich, im Europäischen Parlament auch eine Führungsrolle innen. Wenn es darum geht, diese netzpolitischen Fragen auf den Tisch zu bringen, dann waren die Grünen immer ganz vorne dabei. Auch zum Beispiel immer dann, wenn das Parlament nach langen Geschichten, wie zum Beispiel sei es ACTA, sei es die Softwarepatentierung, sei es damals das SWIFT-Abkommen über die Bankdaten oder die Flugpassagierdatenweitergabe, immer wenn es darum, wenn es gelang, der Kommission eine undemokratische Vorlage zurückzuwerfen, waren die Grünen voll dabei.
Und ich kann euch ehrlich sagen, das hat mir auch am meisten Spaß gemacht, hier zu agieren und hier Mehrheiten zu finden. Die Grünen selber haben da immer sehr geschlossen und sehr konzentriert abgestimmt. Wir haben auch immer Bündnispartner gesucht. Bei den anderen Parteien ist es zum Teil sehr opak, wohin sie sich gerade bewegen im jeweiligen Thema. Ich glaube, wir können darauf verweisen, dass wir da sehr verlässlich sind. Warum man beim Europaparlament, bei den Wahlen auf jeden Fall seine Stimme abgeben soll? Dieses Thema ist das Europathema par excellence. Hier geht es auch darum, dass Europa auf globaler Ebene dann auch für Freiheit, für die bürgerlichen Grund- und Freiheitsrechte eintritt. Denn ich brauche euch ja nicht viel erzählen, wie es in Sachen in China oder in Russland oder in anderen Staaten mit der Internetpolitik aussieht. Wir brauchen diese europäische Stimme und sie muss stark sein. Stark ist sie dann, wenn viele wählen gehen und wenn wir auch neue Mehrheiten schaffen in Europa, die diese Themen mit der entsprechenden Wichtigkeit auch vorne auf die Tagesordnung setzen und ganz bevorzugt behandeln. Wir brauchen diesen europäischen Geist. Wir sehen einige europäische Länder, in denen Regierungen abdriften. Wir haben Nachbarländer, wo das passiert. Wir müssen hier große, große Vorsicht walten lassen, dass das, was Europa stark gemacht hat, nämlich die Grund- und Freiheitsrechte und die Werte, wirklich als solches Europa auch erhalten bleibt. Dafür braucht man neue Mehrheiten. Ich weiß schon, dem einen passt das nicht in Europa und dem anderen passt das nicht in Europa. Klar. Das geht mir aber in Tirol, in meiner Heimatstadt Hall oder in Österreich auch so, dass mir einiges nicht passt. Trotzdem stelle ich das ganze Gebilde nicht per se in Frage und ich gehe wählen, damit ich neue Mehrheiten schaffe. Und das ist meine Einladung. Geht hin, schafft neue Mehrheiten. Das brauchen wir in Europa nicht nur für die Netzpolitik, aber da ganz besonders. Ja, danke Eva. Ich möchte in diesen Worten, das sind eigentlich die schönsten Abschlussworte, die man sich nur vorstellen kann. Und normalerweise beende ich mich, indem ich mich bei allen bedanke. Heute ist allerdings eine ganz besondere Herausforderung. Auf der einen Seite gibt es einen Neo-Europapolitiker, der neben mir sitzt. Auf der anderen Seite, Eva, hast du dich entschieden, eine neue Herausforderung im Leben zu suchen und das Europaparlament zu verlassen. Ich kenne dich seit vielen, vielen, vielen Jahren. Schon als Wiener Gemeinderat haben wir schon intensiv zusammengearbeitet. Ich möchte einfach, weil Blumen überreichen geht über Skype ja noch nicht, einfach meinen imaginären Hut ziehen, mich ganz herzlich von dir verabschieden, im netzpolitischen Zusammenhang. Vielleicht treffen wir uns ja noch, bis Mai haben wir noch ein bisschen Zeit, aber es ist ja vielleicht, es gibt ja nicht mehr so viel Zeit bis dahin, und ich möchte einfach den Applaus, den dieser Abend beenden soll, dir widmen. Danke für deine Arbeit, die vielen, vielen Jahre im Europaparlament. Dankeschön. Danke dir.